Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insights. Heute habe ich Alf Minzel zu Gast vom SVW in Wiesbaden. Letztes Jahr seine Karriere mit dem Aufstieg beendet in die zweite Liga. Über 300 Drittligaspiele gemacht für den SVW in Wiesbaden und für den SV Sandhausen. Und ist natürlich ein SVW in Wiesbaden Urgestein und eine Legende dort. Und wir werden heute vor allem auch auf das Thema eingehen, wie wichtig der Kopf im Fußball ist natürlich. Und eine ganz spannende Frage, wie man ein Publikumsliebling wird. Weil du warst immer Publikumsliebling in Wiesbaden und da würde ich gerne näher drauf eingehen. Und vielleicht kannst du ja dem einen oder anderen, der hier zuschaut, auch was mitgeben, wie man das vielleicht wird oder was einen auszeichnet dafür. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du denn so als kleiner Alf Minzel zum Fußball gekommen? Ja, also erstmal grüß dich, Schimmi. Freue mich unglaublich, dich mal wieder zwar live zu sehen, mich anzufassen zu können, aber zumindest nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich glaube, wie fast jeder kleine Bub in Deutschland habe ich einfach auf dem Dorf angefangen, Fußball zu spielen. Es hat mir immer ganz gut gefallen, mit der Kugel rumzurennen. Meine Brüder hat es zwar wahnsinnig gemacht, weil ich hier jede freie Minute irgendwie, komm, wir gehen mal raus, wir gehen kicken. Und so habe ich dann den Weg irgendwann auch in den Verein gefunden, logischerweise. Und bin, wie man sieht, dann doch recht lang dem Fußball treu geblieben und bin es eigentlich immer noch, ja. Wann hast du wirklich so das Ziel entwickelt, Fußballprofi zu werden? Wann war das ungefähr? Bei mir ist es was anderes so ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich hatte das Ziel überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte letztens mit einem alten Fußballkollegen aus der Jugend von mir gesprochen, der dann so gemeint hat, also warum das für mich jetzt so komisch gewesen wäre, dass ich jetzt den Weg, sagen wir mal, zum Fußballprofi so gefunden hätte, weil ich hätte früher schon Sachen gemacht, die waren für sie gar nicht machbar, sage ich mal, da hätten sie sich die Beine verknotet und so weiter und so fort. Aber mir war das gar nicht bewusst. Ich hatte das nicht auf dem Schirm und kam da eher zufällig dazu, würde ich fast sagen. Also ich habe damals eine Ausbildung gemacht nach der Schulzeit bei S. Oliver zum großen Außenhandelskaufmann und auf einmal rief da Greuther Fürth an und meinte dann so, ja, komm doch mal zu uns. Und dann aufgelegt und habe mir so gedacht, naja, Moment mal, jetzt, da führt, Moment, zweite Liga, oha. Habe dann aber abgelehnt, tatsächlich, weil ich gesagt habe, naja gut, ich bin jetzt knapp ein Jahr in der Ausbildung und die breche ich jetzt nicht einfach ab, weil ich meine, Fußballprofi ist gut und schön, aber ich meine, wenn du dir gleich nach, ich meine, du kennst es auch von vielen ehemaligen Kollegen, überleg mal, man reißt sich nach einem halben Jahr damals da das Kreuzband oder die Achillessehne oder sonst irgendwas, dann ist vorbei und dann steht man ohne irgendwas da. Und dann habe ich das abgelehnt und habe eigentlich gedacht, damit ist das Ding jetzt ad acta gelegt. Was dann überraschend war damals, dass er im nächsten Jahr wieder kam und haben wieder angerufen. Und wie alt warst du damals? Ich war da schon relativ alt. Ich war da schon 20, 21. Ich habe ja noch schon im aktiven bei mir, Bereich schon. Ja, schon im aktiven Bereich. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja sogar ein Jahr Herren bei mir noch in der 6000-Seelen-Gemeinde ASV Rimba in der Bezirksoberliga gespielt, okay. bevor ich dann zum Würzburger FV damals gegangen sind, die in der Bayernliga waren. Und da habe ich dann aber gesagt, nach dem zweiten Anruf, okay, jetzt bin ich mit der Lehre fertig, jetzt probieren wir das doch mal. Ja, und so bin ich dann eigentlich zum Profifußball gekommen. Okay. Und wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl, als du dann dort warst und so den ersten Vertrag unterschrieben hast? War das damals für die zweite Mannschaft oder hattest du dann wirklich einen Vertrag für die zweite Liga? Ich hatte erst einen Vertrag für die Oberligamannschaft. Also die haben damals auch, die Amateure, glaube ich, Oberliga, also Bayernliga gespielt. Bei mir war es dann aber so, dass ich irgendwie nach 2-3 Monaten dann schon aber hochgezogen wurde zu den Profis. Ich meine, du kennst das Prozedere vom VfB, also du hast dann praktisch die Woche über bei den Profis trainiert und hast aber eigentlich hauptsächlich dann entweder Oberliga gespielt, nur bei mir war es nochmal wieder was Besonderes. Ich habe meistens dann samstags Oberliga gespielt, wurde danach abgeholt und dann ins Hotel gefahren, um bei den Profis dann im Kader zu sein. Also auch da hatte ich dann im Endeffekt gleich eine 7-Tage-Woche, wo man da unterwegs war und hat ja dann auch ganz gut geklappt. Ich hatte dann auch die ersten Einsätze sogar oben schon und alles. Das ging dann relativ schnell und vom Gefühl her, war das natürlich
schon Wahnsinn, ne? Wenn ich meine, wenn du es gewohnt warst, da irgendwie so auf dem Dorfschrottplatz zu kicken und dann irgendwie so 4 Monate später auf einmal hier große Stadien wie Duisburg oder so, ne? Damals war das schon was echt Besonderes, klar. Ja. Oder auch DFB-Pokal haben wir damals gegen Köln dann gehabt. Da wurde das Kölner Stadion gerade neu gebaut, war noch nicht ganz fertig und auf einmal da in so einer Arena, 1. FC Köln, Poldi mit seinen 17, 18 Jahren da auf einmal rumgewetzt. Das war schon, ja, das war verrückt, ja. Hattest du vorher irgendwie einen Bezug zu Greuther Fürth? Oder war das einfach ein Verein wie jeder andere auch Naja, für dich? ja, im Endeffekt war es ein Verein wie jeder andere für mich. Meinem Vater hat es nicht so gefallen, weil der alteingesessene Klubber da war. Der war da, der war da etwas not amused, sage ich mal, dass es gerade Greuther Fürth sein muss. Das lag einfach an der geografischen Nähe von Würzburg, sage ich mal, zu Fürth und Nürnberg in die Region. Ne? Die haben natürlich dahin gescoutet. Ja, Deswegen. okay. Wie war das dann für den Kopf, dass du jetzt von der Bezirksoberliga direkt so auf einmal bei der zweiten Liga drin, mit der zweiten Liga trainierst? Ja, das war schon nicht einfach, ne? Weil ich meine, da laufen ja dann auch gestandene Fußballprofis. Ich meine, wenn ich überlege, Markus Feinbier oder so, der da auf einmal war, der damit bei Leverkusen, glaube ich, UEFA-Cup-Sieger geworden ist und sonstige Geschichten. Auf einmal da sind, das sind Persönlichkeiten, auf die du da triffst und die natürlich dir auch das Leben auch damals gerade nicht ganz so einfach machen, wenn du da als kleiner Bauerntölpel, sage ich mal, in das größere Fußballgeschäft, zweite Liga da so eintrittst. Also wenn du da nicht, sagen wir mal, halbwegs stabil bist, ich meine, die Jungs haben dich schon spüren lassen auch mal, ne? Damals gerade noch mehr als heute, dass du ein kleines Licht bist, ja. Und ich habe das Glück, sage ich mal, dass ich aus einem sehr gefestigten Elternhaus komme und eine sehr gute Erziehung da genossen habe. Von daher hatte ich da jetzt keine Schwierigkeiten damit, aber es kann schon ein Problem geben, ja. Und manche können auch an sowas scheitern, absolut. Hattest du irgendjemand in der Mannschaft, wo du dich so hochziehen konntest oder der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat oder unterstützt hat, wenn du bei den Profis dabei warst? Ja, wenn ich da immer als Beispiel nennen kann, ist der Petter Ruhmann, damals auch ein gestandener, also Zweitliga-Profi, super Fußballer, klasse Techniker, alles, also wirklich und auch Stammspieler. Der war sehr bereitwillig, sage ich mal, Tipps zu geben oder einen mal zur Seite zu nehmen und sagen, hey, mach doch das, mach doch dies, mach doch jenes oder nimm das auch nicht so ernst, was irgendeiner da sagt und alles oder einen dann vielleicht auch mal in Schutz genommen hat. Also auch ein Thorsten Burkhardt, der damals da war, das war auch einer, der da sehr zugänglich war. Also es gab schon, gab sehr viele, die mich da auch wirklich sehr, sehr gut aufgenommen haben, ja. Hat dir das weitergeholfen, sowas? Oder wie war das dann Ja, für dich, als sie dich da klar, so angenommen? hilft einem das weiter. Ich meine, also ein dummer Mensch ist der keine Tipps oder vielleicht Vorschläge auch an sich ranlässt, ne? Also ich meine, und gerade als junger Mensch ist man ja nicht im Kopf auch schon so weit, dass man so gefestigt ist oder alles weiß auch, ja. Und ich meine, von solchen erfahrenen Spielern, ich meine, ich bin kein, was weiß ich, Astrophysiker oder so, wenn die können dich ja auch nicht sagen, du machst es doch mal vielleicht anders mit den Protonen da oder so, sondern man muss dann schon wissen, wenn es Leute gibt, die über eine Erfahrung in dem Bereich verfügen, dann wäre man ja schön blöd, wenn man die nicht nutzt, wenn sie bereitwillig mit einem teilen wollen. Wie würdest du so deinen Weg beschreiben? Also du bist dann in die zweite Liga, hast dann bei der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth gespielt. Wie verlief dann so deine Karriere weiter und wie bist du so reingewachsen in dieses Profigeschäft? Also reingewachsen würde ich sagen relativ schnell, weil es mir sehr gut gefallen hat. Na, weil es natürlich geil war, sage ich mal, in den Stadien da zu spielen, sage ich mal, sein Hobby zum Beruf zu machen, ist ja so ein Schlagwort, was man da gern benutzt. Und ich habe dann relativ schnell halt einen ja, ziemlich großen Ehrgeiz entwickelt, mich da nicht mehr rausdrängen zu lassen. Ja, weil es mir einfach überragend gefallen hat und ich einfach super gern Fußball gespielt habe und auch noch spiele. Mein weiterer Weg war dann etwas uneben, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe dann in Fürth dann irgendwie keine Perspektive mehr für mich gesehen, sage ich mal, weil wir dann einen Trainerwechsel hatten und der einfach andere Vorstellungen von einem Spieler hatte und wollte dann aber auch da unbedingt weg. Also sie haben zwar gemeint, bleib da, Riesentalent, super geil, dies und jenes und so, aber ich habe gesagt, naja, was.
Talent bringt mir ja nichts. Ich möchte ja auch kicken einfach. Und habe dann um Vertragsauflösung gebeten, was auch ein nicht ganz so einfacher Prozess war, weil sie eben eigentlich wollten, dass ich bleibe. Waren dann aber so nett und haben mich dann rausgelassen und bin dann einen Schritt zurückgegangen in die Regionalliga Süd damals zum SC Feucht, der vor den Toren Nürnbergs zu Hause war. Und weiß ich noch, habe ich dann das erste Spiel bei Kickers Offenbach, haben wir mit SC Feucht dann gehabt und auf der Rückfahrt hat im Bus mich schon der damalige Manager vom OFC angerufen und hat gesagt, ja, ab Winter bist du bei uns. Da habe ich gemeint, ja, wie soll das denn jetzt funktionieren? Sag ich habe ihn noch gerade erst nach Feucht gewechselt, habe 2 Jahre unterschrieben, sagt, kümmere dich nicht um den Kram, das machen wir. Du bist dann schon da im Winter. Und ich sagte, na gut, okay, kann schon sein. Und war dann auch tatsächlich so, im Winter bin ich dann zum OFC gewechselt und bin dann auch mit dem OFC dann direkt in dem Jahr wieder in die zweite Liga aufgestiegen, was auch natürlich ein Wahnsinnserlebnis war. 2 Jahre dann mit dem OFC in der zweiten Liga geblieben und auch dann haben sich die Wege da wieder getrennt. Bin dann zum SV Sandhausen, eigentlich auch wieder einen Schritt zurück in die damalige Regionalliga wieder. Mit dem SV Sandhausen dann aber auch direkt für die eingleisige dritte Liga damals eben qualifiziert. Dann noch 2 Jahre in Sandhausen geblieben, sich die Wege wieder getrennt und dann das Kapitel SVW in Wiesbaden aufgeschlagen, was ich ja dann bis zum Ende nicht mehr zugemacht habe, das Buch SVW in Wiesbaden. Ja. Bin dann da geblieben und ja jetzt immer noch. Was war so dein schönstes Erlebnis während deiner Karriere? Also deine Karriere war richtig lang und du hattest viele Aufstiege oder einige Aufstiege, viele Erlebnisse. Was war so das Schönste? Kannst du das sagen? Also es ist schwer zu fassen. Also erstmal, ich glaube, das richtig Schöne am Fußball ist, dass man unfassbar viele Menschen kennenlernt. Es ist aller verschiedenste Arten. Das finde ich halt unglaublich. Man kommt sehr viel rum, ja, auch in Deutschland, sieht relativ viel. So schönste Erlebnisse jetzt rein auf den Fußball bezogen waren natürlich, ich bin zweimal in die zweite Liga aufgestiegen. Das schaffen auch nicht viele. Ja, ich sage mal, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand von Karriere spricht bei mir mit dritter Liga. Aber das ist natürlich schon was absolutes Besonderes und Schönes gewesen. Und aber auch der Nichtabschied 2016, das war von der emotionalen Geschichte in Wiesbaden. Also das lässt sich emotional nicht toppen, ja, weil die Konstellation einfach so eine besondere war. Aber auch jetzt, sage ich mal, so aus einem Fußballgeschäft auszusteigen, nochmal in dem biblischen Alter, wo ich ja dann schon fast hatte letztes Jahr, mit einem Aufstieg nochmal in die zweite Liga, das ist schon schwer zu toppen und ist schon mit das schönste Erlebnis, was ich da hatte. Ja, ja, das glaube ich. Also ich habe es auch im Fernseher verfolgt, das war schon Wahnsinn. Also auch das Wie, also wie man dann aufsteigt letztendlich, ist natürlich schon mit so einem Relegationsfight eigentlich, wo man nach dem ersten Spiel schon gedacht hat, okay, es wird echt eng und dann ja, das nochmal so zu drehen. Also das Schöne an den Geschichten war halt irgendwie so, also gerade jetzt Nichtabstieg und der letzte Aufstieg, dass es halt immer noch so Geschichten drumherum gibt eben, ne? Wie beim Nichtabstieg die Konstellation vorher, dann jetzt bei dem Aufstieg jetzt nochmal dieses Hinspiel, wo auch wieder in der 93. Minute wieder daheim dann noch das 1-2 machen durch einen Kofi und ja, auch so persönliche Geschichten für mich dann mit dem Aufstieg, dass ich habe danach wirklich auf dem Platz im Kreis gesagt bei der Mannschaft, also bei uns war letztes Jahr so, dass ich eigentlich nach dem Spielen meistens dann im Kreis noch was gesagt habe, egal ob gewonnen oder verloren, und habe da auch gesagt, sage ich, Jungs, ganz ehrlich, habe ich gemeint, ich habe die beobachtet jetzt da drüben, sag ich, für die ist die Geschichte erledigt, ne, wo wir auch wieder beim Kopf sind. Ja? Wir haben wirklich, wir sind ja Fußballer unter uns, kann man so sagen, wir haben echt scheiße gespielt, ja? Für unsere Verhältnisse, obwohl uns der Gegner eigentlich unfassbar gelegen hat. Ja? Ja. Haben es aber einfach nicht auf den Platz gebracht, aus welchen Gründen auch immer. Haben aber dann durch dieses 1-2 dann nochmal ein Riesentor aufgemacht, wo sich eine Chance im Rückspiel ergeben hat, dass wir das Ding noch ziehen können. Da habe ich auch gesagt, Jungs, glaubt mir, erstens, wir haben scheiße gespielt, zweitens, die sind im Kopf wahrscheinlich, ja, zu 100% weiß ich es ja nicht, aber wenn ich jetzt Mimik, Gestik, Verhalten vom Gegner auf dem Spielfeld danach gesehen habe, ich habe das eigentlich gleich beobachtet nach dem Abpfiff, weil ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht schon im Kopf das Ding abgehakt haben.
gesagt, wenn wir im Rückspiel das auf den Platz kriegen, was wir können, dann bin ich mir zu 1000% sicher, dass wir das schaffen werden. Und dann habe ich ja vor dem Rückspiel dann, nach dem Vormittagsabschlusstraining, habe ich ja dann der Mannschaft dann auch gesagt, im Kreis, also dass ich jetzt meine Laufbahn, Karriere, nenn es wie du willst, beenden werde. Und habe dann auch mal einen Ausblick versucht, den Jungs zu vermitteln, was denn passiert, wenn man aufsteigt, wie sich das anfühlt, was das auslöst, nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Menschen vor allen Dingen, die immer im Stadion sind, die treuen Fans und auch Partner und Präsident, der ja bei uns ganz eng, weißt du ja selber, mit dem Verein ganz anders verbunden ist. Ja? Ja. Was sowas in den Leuten auch auslöst, wildfremde Menschen werden kommen, werden nicht umarmen, wenn sich bedanken und um Gottes Willen und dies und jenes. Und habe dann nochmal versucht, denen so ein Gefühl zu vermitteln, was man denn da erreichen kann und wie schön das ist. Und das wird immer nachhalten. Das wirst du auch in 20 Jahren, wirst du darüber noch sprechen können. So wie ich es jetzt hier erzähle, wirst du das anderen Leuten erzählen können, weil es einschneidende Erlebnisse sind. Und dann muss ich sagen, dann haben wir in der ersten Halbzeit und gerade in der ersten halben Stunde, wo wir die dermaßen in Grund und Boden gepflügt haben, wo ich dann gesagt habe, naja, also geil, hat schon funktioniert und der Kopf ist schon entscheidend. Ne? Ich meine, wir hatten ja dann auch nichts mehr zu verlieren. Das muss man ja klipp und klar sagen. Es hat ja jeder gesagt. Ich glaube, weiß nicht, ich habe keine Wettstatistiken gesehen, aber wahrscheinlich unsere Quote war bei 8 wahrscheinlich oder was, dass wir da weiterkommen. Ja, also diese Erlebnisse drumherum her, ne, ist halt wunderschön. Ja, ist halt irgendwas, was halt bleibt, so wie du sagst, halt auch für die Ewigkeit oder für die Vereinsgeschichte einfach auch. Ich weiß, wir sind mit Reutlingen vor 5 Jahren, also man kriegt ja immer auf Facebook oder Instagram diese Erinnerung, so ja, heute vor 5 Jahren oder sowas. Und da war jetzt vorgestern, glaube ich, unser WFV-Pokalsieg. Das ist einfach für Reutlingen, für den SSV Reutlingen ist es halt was Großes damals gewesen. Und das sind Sachen, die bleiben einfach für in der Vereinsgeschichte oder für die Ewigkeit. Und da wird man Jahre später noch drauf angesprochen, wenn man da dabei war. Und ja, jeder erinnert sich daran in der Stadt oder in dem Umfeld, der da dabei war. Das kennt auch keine Liga, sowas. Sowas kennt keine Liga. Also ich könnte genauso über den Aufstieg damals im Würzburger LV, könnte ich genauso reden. Das weiß ich auch noch wie heute. Ja, was dann passiert ist, dass man da im Vereinsheim saß, weil man ein Spiel vorher hatte, war Erster und wusste, wenn jetzt der Zweite damals, TSV Großbadorf, jetzt irgendwie nicht gewinnt, dann bist du Meister. Ja, und dann haben wir uns da im Vereinsheim getroffen und diese ganzen Geschichten drum und rum. Und dann haben die auch wirklich nur unentschieden gespielt und danach halt klar ausrasten, irgendeine komische Schale aus dem Vereinsmuseum da geholt und da durch Würzburg gefahren und diese Schale hochgehalten, die ich übrigens dann verloren habe, wo sie mir heute noch böse sind. So ein typischer Alf Minzel, ja. Ja, ein Klassiker halt, ja, absolut, ja. Und das ist schon klar, diese Geschichten, die kennen keine Liga und die bleiben, ja. Wie wird man denn zum Publikumsliebling? Du warst jahrelang, ich glaube, der beliebteste Spieler beim SVW. Also das hat man, ja, also das hat man vor dem Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel, außerhalb vom Platz, hat man das gemerkt, die Fans und auch das Umfeld in Wiesbaden, ja, du warst einfach da nach wenigen Jahren eigentlich schon sowas wie eine Ikone. Wie wird man so, wie schafft man das wirklich, da diese Euphorie auf die eigene Person zu bringen? Oder halt auch an die Fans zu übertragen? Okay, das ist natürlich eine echt schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, was über allem steht, ist, sag ich mal, dass du bist, wie du bist. Einfach, ja, nicht versuchst, den Leuten vorzugaukeln, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Ja. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen eine Typfrage. Ne? Ich meine, bist du jetzt eher ein feiner Techniker oder so, der halt, sag ich mal, in der Lage ist, jedes Spiel mal 3 Tore zu machen, oder bist du halt wie ich, der, weil ich immer sagen muss, also das finde ich auch immer geil, es heißt immer Kampfsau und so, aber den Ball stoppen konnte ich schon auch, ne? Also so ist es jetzt nicht, ne? Also von daher, ganz blind war es auch nicht, gell? Ja, ganz blind war ich jetzt technisch auch nicht, aber das ist halt eine Typfrage, ne? Für mich gab es halt dann nur, wenn ich auf den Platz gehe, und das ist immer so, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es halt richtig, ja? Und nicht irgendwie nur 90% oder 95% oder sonst irgendwas. Ich muss immer irgendwie aus einer Geschichte rausgehen, muss mir in die Augen gucken können und muss sagen, okay, du hast alles probiert,
gerade im Sport klappt das nicht immer, ne? Weil es gibt gerade im Fußball halt auch 11, die das einfach verhindern wollen auf der anderen Seite, dass du erfolgreich bist. Aber das andere, ich glaube, das entwickelt sich dann immer so. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt auch immer mit den Fans, war ich relativ nahbar. Ja, also ich weiß auch nicht, ich bin auch immer eigentlich auf jede Weihnachtsfeier oder Fanveranstaltung oder sonst irgendwas, wo die mich eingeladen haben, bin ich halt auch hingegangen. Ja, und bin halt nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, so ja, halbe Stunde, ich habe meine Pflicht erfüllt, bin da geblieben, so, bin hingegangen, sondern bin dann meistens auch relativ lang da geblieben, viel mit den Leuten unterhalten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach sich so präsentiert, wie man eben ist, ja, und den Fans oder den Menschen einfach das Gefühl gibt, okay, ich habe diesen Menschen gegenüber auch kennengelernt, ja, und nicht irgendwie eine Hülle oder irgendwie ein Schauspieler, der mir da irgendwas erzählt oder was vorgaukelt, was er aber eigentlich gar nicht ist. Ich glaube, das ist damit das Entscheidendste, sage ich mal, um bei den Fans auch eine Sympathie auszulösen, weil wenn sie merken, okay, du bist auch nur ein Mensch, ja, dann verzeihen sie dir eben auch einen Fehler. Ja, also das ist immer das Größte, was ich auch gesagt habe oder was ich viel den Jungs immer gesagt habe. Egal wie es läuft, geht zu den Jungs hinten hin, die im Block stehen und zu den Mädels, redet mit ihnen, nicht nur wenn es toll läuft, sondern auch wenn es schlecht läuft. Weil wenn sie das Gefühl haben, ihr gebt euch selber ein Stück weit Preis, dann verzeihen Fans auch echt extrem viel. Ja, und fangen nicht gleich das Pfeifen an oder die Stimmung schwenkt gegen dich. Das ist das, was ich immer erleben konnte. Und das habe ich aber auch tatsächlich dann in anderen Stadien bei anderen Fans erlebt. Also ich muss immer diese Geschichten rausholen, dass ich von Osnabrück-Fans Osnabrücker Schokolade geschenkt bekommen habe nach dem Spiel, obwohl wir dort 4-1 gewonnen haben oder so. Und ich habe sie dann auch gefragt, sag ich, sag mal, Jungs, also ihr wisst schon, aber dass ich bei Wien Wiesbaden spiele und nicht beim VfL Osnabrück. Dann haben die gesagt, ja, aber das spielt jetzt bei dir mal keine Rolle, weil du hast eine Vereinstreue, du präsentierst dich immer mit vollem Einsatz, du gibst alles und es fällt auch uns auf, haben die gesagt. Du nervst uns zwar unfassbar damit, aber wir akzeptieren das total. Ja, oder im letzten Jahr, im Heimspiel gegen Kaiserslautern, auch das habe ich die letzten Tage öfters erzählt, es ist ja diese unflätige Art der Fans, immer bei der gegnerischen Mannschaftsausstellung nach dem Vornamen dann immer das A-Wort hinterherzuschieben. Ja. Das haben sie bei der kompletten Mannschaft bei uns gemacht, bei mir haben sie es nicht. Also da waren 200.000 Kaiserslauterner, die nur bei mir, haben sie Alf Münzel, haben sie dann zugelassen, ohne Arschloch zu rufen. Mhm. Und oder ich musste irgendwelche Selfies in Meppen oben machen oder was mit irgendwelchen 10 Meppen-Fans oder was. Das wird dann schon wahrgenommen. Die Fans sind auch sehr sensibel und spüren das auch, sage ich mal, ob da jetzt jemand ehrlich zu ihnen ist, auch wenn es vielleicht von der gegnerischen Mannschaft ist, und dann spielt auch ein Team, glaube ich, nicht die große Rolle, wo man hingehört. Ja. Was war so deine größte Stärke? Zu wissen, was ich nicht kann. Wie bitte? Zu wissen, was ich nicht kann. Okay. Ja, zu wissen, was ich nicht kann. Das ist meine größte Stärke gewesen. Ich könnte jetzt aufzählen, ich habe ganz geile Flanken geschlagen, was weiß ich was, keine Ahnung. Aber ich glaube, eine große Stärke von einem Fußballer sollte auch sein, oder allgemein von einem Menschen, zu wissen, was er nicht kann. Und das ist aber, wo ich eingangs dann auch wieder gesagt habe, dann auch bereit sein, Dinge von Leuten anzunehmen, die es einfach besser wissen. Oder die einfach geschulter sind oder die einfach Ahnung haben dann von dem, was sie sagen und sich da, ob man dann, sag ich mal, irgendwann an einem Punkt ist, wo man das dann selber weiß und das dann nicht mehr braucht oder in Anspruch nehmen muss, das steht auf einem anderen Papier. Aber keiner ist allwissend. Ja, und das habe ich immer gesagt, ich glaube, dass das eine ist, sondern wenn ich mit meine größte Stärke ist, dass ich weiß, was ich nicht kann. Ich meine, so eine Karriere oder so eine Laufbahn ist ja auch wie ein Prozess. Also ich meine, du warst ja auch nicht von Anfang an so ein Leader, wie du jetzt gerade erzählt hast, dass du im Kreis irgendwie noch was gesagt hast und so. Man wächst ja irgendwie auch mit der Aufgabe. Also früher warst du ein junger Spieler, hast Tipps von anderen angenommen und dann Man wächst ja immer irgendwie in so eine neue Rolle rein. Man erfindet sich ja ständig neu und man lernt ja immer dazu. Aber das ist ein guter Punkt, was du sagst. Das ist zum Beispiel, weil ja auch manchmal stand ja auch immer zur Debatte Kapitän oder sonst irgendwas, Erfahrung und so. Und da habe ich selber auch immer gesagt, nein, bin ich nicht. Ja? Also bei allem Leadertum, ich bin nie der Leader gewesen, wie es jetzt
keine Ahnung, was weiß ich, kann man ein Beispiel nennen, Michael Ballack oder so, ja, Capitano oder so, ja, das war, zum Beispiel wusste ich, dass sowas bin ich nicht, ja, ich bin auch ein Vogel, ja, der immer dreimal über den Platz rollt und vier Leute ab oder den Fitnesscoach abgrätscht beim Warmmachen oder solche Sachen, ich meine, das macht ein Kapitän nicht einfach, ja, das würde, glaube ich, der Mannschaft auch was Falsches vorspielen, ja, wie sich ein Kapitän verhält. Und deswegen auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen wild im Kopf, sei mal so der rostige Pfeil, der da drin im Kopf rostet und immer irgendwelche Zuckungen verursacht, den kriege ich halt auch nicht raus. Ne? Und dann muss man halt auch wissen, okay, das bin ich nicht. Aber natürlich, sage ich mal, Erfahrung weitergeben, ja, hast du recht, das kam dann irgendwann immer mehr, dass man dann mal was sagt oder sich öfter äußert zu Themen, weil man es halt einfach schon, ist ja ein Erfahrungsprozess. Ja, im Fußball ist alles ja Wiederholung. Ja, ob jetzt der gegnerische linke Verteidiger den Ball hat als Beispiel oder du als rechter Verteidiger, du siehst dann irgendwann, okay, der wird jetzt gleich einen Diagonalen spielen. Das siehst du irgendwann. Das siehst du als junger Spieler vielleicht nicht, aber ja, wenn du es 300 Mal erlebt hast, dann weißt du als Verteidiger, okay, der schlägt den Ball jetzt, ich mache mal zwei Schritte zurück, weil dann nehme ich ihn wahrscheinlich mit der Brust an, statt wieder 30 Meter dem Stürmer hinterher zu rennen. Ja. Ja gut, man muss ja als Leader auch nicht, jeder entwickelt ja seine eigene irgendwie Strategie, eine Mannschaft irgendwie auch zu führen. Und ich finde, du hast jetzt damals, als ich mit dir zusammengespielt habe, allein durch deine Art, wie du auf dem Platz standest, hast du eine Mannschaft schon mitgerissen. Also klar, als Kapitän stellt man sich immer den irgendwie, da hat man so einen Prototyp irgendwie vor Augen, der halt, ja, keinen Scheiß baut an sich, sondern wirklich halt vernünftig die Mannschaft führt, motiviert ist, irgendwie vorangeht und sowas. Aber es muss ja nicht immer so sein. Also jeder entwickelt ja irgendwie auch seinen eigenen Führungsstil. Und wenn du die Art, wie du Fußball spielst, so wie du das hattest, und dadurch eine Mannschaft auch mitreißen kannst, dann stellen sich auch die Jungs irgendwie dir hinten an. Also du führst ja automatisch so ein Team. Und ich glaube, wenn du dann im Kreis stehst und was sagst, dann nimmt man dir das auch voll ab. Weil man bei dir weiß, wenn der Anpfiff kommt, dann geht's ab. Dann ist der Spaßvogel erstmal weg. Der kommt dann nach dem Spiel wieder. Und deswegen, glaube ich, hast du schon auch so einen Weg gefunden, Zugang zu der Mannschaft zu kriegen und auch authentisch irgendwie der Mannschaft was rüberzubringen vor den Spielen. Ja, also wir bewegen uns wieder im Kreis. Das, was für die Fans gegolten hat, gilt auch für die Mannschaftskollegen. Genau. Halt einfach sich nicht zu verstellen, sondern der zu sein, der man eben ist. Ja, das ist so. Ne? Also wenn ich mich jetzt hingestellt hätte und hätte irgendwelche Floskeln rausgehauen, es hätte mir ja keiner abgenommen. Ja? Also bei mir war auch in der ernstesten Ansprache, musste immer ein kleines Späßchen musste drin sein, ja, weil sonst wäre es nicht ich gewesen, der da geredet hätte. Was braucht man denn, um als Fußballer erfolgreich zu sein? Allgemein, wenn man jetzt mal allgemein auf das Thema. Also allgemein muss man erstmal viel, eine große Komponente Glück muss dabei sein, ja, um Fußballprofi zu werden. Ja, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du bist abhängig und auch extremst. Du kannst der beste Kicker der Welt sein, mit dem klarsten Charakter der Welt, wenn du einen Trainer stehen hast, der sagt, ich finde dich einfach blöd, dann wirst du nicht spielen, ja, oder wirst es keiner haben, ja. Erstmal ist eine ganz große Komponente, wirklich, glaube ich, auch Glück, damit reinzukommen. Aber Glück, alter Trainer von mir, Wolfgang Frank, Gott hab ihn selig, hat er gesagt, Glück gibt's nicht, ja. Also das stimmt schon auch, weil Glück kann man auch ein bisschen erzwingen. Ne? Ich meine, es gilt dann schon, natürlich, der diszipliniert zu sein, ne? Halt nicht mit den Kumpels in jungen Jahren dann bis um vier in der Disco und diese ganzen Geschichten, das gehört dann halt auch einfach dazu, ja. Ich meine, man muss nicht päpstlicher sein als der Papst, aber Disziplin ist natürlich eine riesen Komponente davon, ja. Ich meine, du musst dich immer selber überprüfen, es ist ja täglicher Wettkampf, in dem du dich dann befindest, weil auch wenn es eine Mannschaft ist, ist ja auch viel Konkurrenzgeschäft, sage ich mal, gerade im Fußball, ne, und Disziplin ist noch so eine große Geschichte, glaube ich. Und ansonsten bin ich aber auch der Überzeugung, eine Lockerheit musst du immer haben. Die Lockerheit, gerade in dem Geschäft, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, ja, die Zeitung mal wieder schreiben zu lassen, ja, Kritiker, die wieder über den Zaun schreien, Gott, du Blinder, da musst du dann auch mal sagen, ja, stimmt, aber ich bin trotzdem hier,
Ne? Also, ja, ist, ich glaube, die Lockerheit darf man bei dem Ganzen nie verlieren. Ja? Man muss Fußball auch richtig einordnen, glaube ich. Da geht es nicht um Leben und Tod oder Sonstiges. Sei in der momentanen Phase, glaube ich, ganz gut greifbar. Wenn man das ganz gut einordnet, glaube ich, dann kann man da sehr erfolgreich sein, weil Lockerheit schlägt, also eine gesunde Lockerheit schlägt dann auch auf das Verbissene auch auf dem Feld. Ja. Warst du von Anfang an so locker oder hast du irgendwie gelernt, damit umzugehen? Nee, die Lockerheit hatte ich immer, aber das lag bei mir, weil ich halt vielleicht nicht schon von ab 12 Jahren, sage ich mal, auf dieses Geschäft Profi getrimmt wurde. Ne? Also ich habe mit meinen Jungs auf dem Sandplatz gekickt, Schürfwunden gehabt, dies und jenes. Ich hatte ein Elternhaus, wo die Mutter mir sogar im zarten Alter, wo ich 27 war und gerade zweite Liga gespielt hat, einen Telefonanruf bekommen habe und habe gesagt, ob ich denn jetzt nicht endlich mal was Gescheites machen will, weil dieses Fußball, das wäre doch nichts. Und während in Wiesbaden alle Fans geheult haben, dass der Alf Minzel aufhört, hat meine Mutter gesagt, na, es wurde aber auch mal Zeit. Ja, also, wie gesagt, ich komme da aus einem sehr geerdeten Haus. Deswegen, ich habe Fußball, wie gesagt, ich liebe Fußball, ich spiele ihn unglaublich gern. Aber also ich kann tatsächlich auch ohne, könnte tatsächlich auch ohne ihn überleben, ja. Also auch das würde funktionieren bei mir, ja. Gab es irgendeine schwierige Phase in deiner Karriere, wo du wirklich sagen würdest, hey, da bin ich wirklich an meine Grenzen auch irgendwie gestoßen, mental? Wir haben eingangs kurz drüber so ein bisschen angerissen, das Thema. Das war also 2016, die Geschichte mit der Konstellation, dass wir wahrscheinlich absteigen werden mit Wiesbaden. Das war schon heftig. Also diese Wochen, diese letzten 4, 5 Wochen vor dem letzten Spiel, wo sich das so zugespitzt hatte und man irgendwie immer noch nicht unten rausgekommen ist. Und dann hatte man am vorletzten Spieltag, glaube ich, in Groß Asbach 1-0 gewonnen und dachte, oh, jetzt haben wir es vielleicht, sind wir jetzt drüber gerutscht und haben es dann im letzten Spiel in der eigenen Hand. Und dann hatten aber alle unten drunter auf einmal auch gewonnen und wir standen immer noch auf dem Abstiegsplatz. Und zwar in der Konstellation, dass es eigentlich unmöglich war, weil wir, glaube ich, noch an 2 vorbei mussten oder so. Und zwei andere vorne dran irgendwie schon 3 Punkte mehr hatten. Ja, und auch vom Torverhältnis war das eine Katastrophe. Also ich muss schon sagen, gerade diese Wochen zuvor, das war schon echt heftig. Also wo ich auch dann selber irgendwie mich ablenken musste, indem ich im Garten alles neu gebaut habe und was weiß ich was, um nicht halt ständig, sage ich mal, an diese Situation zu denken, weil der Kopf ist ja gnadenlos. Ne? Ich meine, der Kopf sagt dir die ganze Zeit, was passiert denn, wenn du absteigst? Ja, was passiert denn dann? Ja, dann weniger Geld, weiß überhaupt nicht, ob du überhaupt noch spielen kannst. Wie sieht's aus? Was ist dann Zukunft komplett ungewiss? Ja, das ist schon gnadenlos. Also die Zeit war wirklich nicht schön, weil du wirst ständig angesprochen, ja, was mit euch los? Aber nicht sein und dies und jenes. Und das war schon wirklich heftig. Ja? Und wenn du da, sage ich mal, natürlich kopfmäßig nicht auf der Höhe bist, dann kann es dich natürlich auch leistungstechnisch so dermaßen hemmen, wenn du immer mit dieser schwelenden Angst ins Spiel gehst, dass am Ende was Negatives bei rauskommt, dann ist es schon nicht so schön. Ja, und das macht auch echt wenig Spaß und sorgt auch für Spannung so im normalen Leben. Das war schon heftig. Wie bist du damals damit umgegangen? Also du hast gerade schon gesagt, irgendwie im Garten neue Sachen gebaut oder sowas. Wie bist du ins Spiel gegangen? Also wie hast du dich auf die Spiele denn vorbereitet, dass du wirklich vom Kopf dann trotzdem da warst? Ja, also das war ja auch wieder so eine gewisse besondere Konstellation, weil ich hatte ich hatte mich verletzt gehabt und dann hat der Michael Fitztum gespielt, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, der Fitze. Und der hat aber dann in Groß Asbach die 5. Gelbe gekriegt. Oh. So, also ich hatte ja die 2, 3 Spiele vorher gar nicht gemacht. Mhm. So, und dann auf einmal hieß es, liefern, ne? So auf die Art. Also auch da war das eine ganz, ganz besondere Situation, in das Spiel reinzugehen. Aber wie gesagt, ich habe mich erstmal versucht, so gut es geht, halt im Vorfeld abzulenken.
ja, nicht ständig daran zu denken, sondern ganz normal zum Training zu gehen, sich möglichst perfekt darauf vorzubereiten. Und ich habe tatsächlich aber auch versucht, mir vorzustellen, ich habe auch meine Frau vielleicht irgendwann mal bestätigen können, ich habe immer gesagt, stell dir doch mal vor, wir schaffen das. Also, was meinst du, wie geil wäre das denn? Sag ich, was meinst du, was dann los ist? Sag ich, das wäre mega. Ja, also ich habe eher versucht, so ein bisschen in die andere Richtung gegenzusteuern vom Kopf her. Ne? Vielleicht ist das mein unbändiger Optimismus, den ich irgendwie habe. Aber ich habe gesagt, ich muss nicht immer drüber nachdenken, was wäre, wenn es schief geht. Ich kann mir auch mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir es schaffen. Ja? Und auch das, wie gesagt, hat an Wolfgang Frank damals auch schon zu mir gesagt, hat immer gesagt, du musst dir Dinge auch vorstellen. Du musst dir Dinge vorstellen können, du musst, und zwar gerade im positiven Dinge, das ist jetzt nicht in eine Traumwelt abdriften, ne? Schon im Hier und Jetzt bleiben, aber sich grundsätzlich mal vor Augen zu führen, wie geil es denn wäre, wenn man was schafft, das kann schon auch Kräfte freisetzen. Ja? Und am Ende des Tages ist es ja dann auch so eingetreten. Ja? Ja, habe ich natürlich als schlauer Mensch gesagt, habe ich doch gewusst. Ne? Ja, klar. Ja. Wenn man das jetzt mal so überträgt, also was du jetzt auch gerade so gesagt hast, wie schwierig das dann ist, wirklich vom Kopf auch da zu bleiben. Wie wichtig ist der Kopf im Allgemeinen im Fußball? Der Kopf ist total wichtig, weil auch wieder auf diese Situation beschrieben. Jetzt muss man sich ja dann vorstellen, in der 80. Minute im Nachgang, ich habe mir diese Konferenz, die damals ja auf ARD oder ZDF gelaufen ist, hatte ich mir dann im Nachgang nochmal angeguckt. Und da mussten ja, wie gesagt, auf so vielen Plätzen Sachen passieren, Ereignisse in Kraft treten, dass wir überhaupt noch die Chance haben, da drin zu bleiben. Ne? Übrigens gegen VfB Stuttgart 2 ja gespielt damals. Ne? Dann. Und in der 80. Minute waren wir komplett abgestiegen. Keine Chance. So hat auf einmal Mainz 2 in Cottbus auf einmal irgendwie den Ausgleich gemacht. Ja, das hat aber immer noch nicht gereicht. Dann hat auf einmal Chemnitz, war es damals, glaube ich, bei den Stuttgarter Kickers auf einmal irgendwie in der 83. glaube ich oder so das 1-0 geschossen. Ja, so. Das hat aber immer noch nicht gereicht. Ja, dann hat auf einmal Mainz 2, hat dann irgendwie auf einmal sogar die Führung gemacht in Cottbus. Und wir haben zu dem Zeitpunkt 2, aber auch in der 83. oder 84., glaube ich, haben wir erst jetzt 2-1 für uns gemacht. Also sind da erst in Führung gegangen. Aber auch das hat immer noch nicht gereicht. Dann weiß ich noch, dann gab es diese Szene, irgendwie der Frankie wurde eingewechselt. Irgendwie in der 89. oder als Großer nochmal für die lange Bälle nach vorne und kam auf einmal rein und sagte, reicht, reicht. Ich so, ja cool, auf einmal dreht er sich rum und sagt, ah nee, reicht doch nicht, wir brauchen ein Tor noch. Ich so, ja, sag ich, das kann doch nicht wahr sein. So, und dann hatten wir diese ominöse letzte Aktion, auf den anderen Plätzen war ja schon abgepfiffen und wir hatten noch irgendwie so einen Freischuss von der Mittellinie. Und dann bin ich mit nach vorne gegangen und habe gesagt, jetzt machst du mal was Verrücktes. Also deswegen zum Kopf, also ich habe das wirklich im Kopf gehabt, also deswegen kann ich das auch erzählen. Jetzt stellt sich mal nach rechts, ne? Weil da hast du ja eigentlich gar nichts verloren. Und habe das aber nur gemacht, weil ich geguckt habe, okay, da steht der Pezzoni, okay, da steht der Steven Ruprecht und da steht der Frankie und die sind alle, glaube ich, 1,95 und größer. Sag ich, wenn einer einen Kopfball gewinnt jetzt, ne, dann werden es wohl die drei sein. Und habe mich halt mal so um die rumgetrieben. Dann kam dieser lange Ball eben, der Pezzo, also Kevin Pezzoni, hat ihn dann verlängert. Ich hatte darauf spekuliert. Und dann kann ich dir wirklich jetzt im Nachgang alles erzählen, was in meinem Kopf da vorgegangen ist. Und da reden wir von 2 Sekunden, die das im Endeffekt dann waren. So, dann dachte ich erstmal so, oh geil, der Ball kommt. Dann dachte ich, oh, der kommt geil, den nimmst du gleich mit dem Linken jetzt Volley ab. Ne? Gemerkt, oh nee, geht nicht, ist zu kurz, der springt erst noch auf. Dann war er aber so gelegen, dass ich gesagt habe, den kannst du jetzt mit einem starken Linken kannst du den so nicht nehmen. Das mussten noch einmal mitnehmen, sondern habe ihn mitgenommen. Dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt liegt er auf rechts. Das ist aber jetzt nicht gerade mein bester Fuß. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, so Alf, und jetzt kann alles passieren. Sagt er, der Torwart kann halten, das weiß ich, keine Ahnung, dies oder jenes. Es dürfen nur 2 Dinge nicht passieren. Sagt er, dass du den Ball jetzt nicht richtig triffst oder dass du ihn aus dem Stadion jagst. Sagt er, dieser Ball, der jetzt geschossen wird, er muss eine reelle Chance haben, ein Tor zu werden. Also er muss auf jeden Fall den Kasten treffen. Ja? Also wie gesagt, wenn er einen Torwart hält oder Innenpfosten raus, was weiß ich, keine Ahnung. Also das sind Dinge, jo.
weil das Ding abfackelt und ich habe ihn wirklich, also komplett zentral, Torwart durch die Beine, habe ich ihn dann mit gefühlten 400 km/h mit meinem rechten Fuß, also ich glaube, so gut habe ich noch nie einen Ball mit rechts getroffen, habe ich ihn dann in die Hütte gejagt. So, und dann, was danach natürlich gefolgt ist, war komplett surreal. Also ein Stadion, wo 2.500 Leute waren, haben sich angehört, als wären da 50.000. Aber deswegen, die Dinge passieren im Kopf. Ja? Also ich bin im Endeffekt vorher schon durchgegangen, was ich jetzt gleich machen werde. Ja? Weil, also natürlich eine extrem hohe Konzentration, die du da an den Tag legen musst. Aber deswegen, ich kann diesen ganzen Ablauf kann ich komplett schildern. Und da reden wir, wie gesagt, glaube ich, von 2 Sekunden. Und ich habe jetzt gefühlt 15 drüber erzählt. Ja? Ja. Also deswegen ist der Kopf unglaublich wichtig, weil er einfach dein zentrales Nervensystem ist, der alles steuert, was bei dir passiert. Ne? Und einfach, ich meine, du kennst es auch als Fußballer, geht schon einfach los bei den Waldläufen. Der Körper sagt dir, oh Gott, aua, Beine, Oberschenkel, dies und jenes. Und am Ende des Tages bist du noch immer 5 Kilometer Volltempo weitergelaufen und denkst dir, ja Mensch, also vor 5 Kilometern habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ja? Ja. Aber wenn du dann sagst, doch, lieber Körper, du musst, ja? Weil sonst fällst du hinten runter, dann geht es nämlich komischerweise schon. Also der Kopf sagt dem Körper einfach, was er zu tun hat, ganz einfach. Da gibt es ja auch eine Zahl. Also ich glaube, wenn irgendwie der Körper oder der Kopf signalisiert, dass es nicht mehr geht, dann ist man erst bei 40% Leistungsfähigkeit. Und das sagt ja schon viel darüber aus, wie viel eigentlich in uns steckt und wie viel Potenzial eigentlich auch manchmal nicht ausgeschöpft wird. Ja, ja, ist so. Also wenn wir Zahlen und die Mediziner sagen ja auch, was weiß ich, wir nutzen nur, was weiß ich, wie viel Prozent unseres Gehirns, also ich manchmal sogar noch deutlich weniger, es ist, ich meine, nicht zu Unrecht hat man ein Gehirn. Ja? Also von daher ist es schon mit das zentrale Steuerelement, das wir bedienen, auch im Fußball. Macht da keine Ausnahme. Was hat der Aufstieg dir bedeutet für dein Karriereende? War es damit noch so ein, irgendwie hat es noch eine größere Bedeutung für dich bekommen, weil du jetzt gerade nach dem Jahr deine Karriere beendet hast, oder? Ja, klar. Ja, absolut. Ich meine, wir haben uns ja so ein bisschen auch selber unter Druck gesetzt, ich und alle, indem wir, vor allen Dingen ich, wo ich gesagt habe, also danach ist jetzt Schluss. Ja. Und das, also ganz ehrlich, das damit zu krönen, mit so einem Erlebnis, also ich habe es immer, habe ja gehört, du schreibst auch Bücher. Also ich glaube, ein besseres letztes Kapitel kann man nicht schreiben, glaube ich. Ne? Also ich glaube, und so kann man ein Buch auch beenden. Ja. Und viele sagen ja auch zu mir, hättest du nochmal weitermachen können, ich sage, ja klar, das wäre körperlich sicherlich noch ein Jahr gegangen. Aber lieber höre ich so auf, mit so einem Erlebnis, ja, als dass ich jetzt irgendwie nochmal nur, weil es 2,50 Euro in der zweiten Liga mehr gibt als in der dritten, sage, ja, klar, da gehe ich auf Biegen und Brechen, mache ich da jetzt weiter. Also auf gar keinen Fall. Also dann höre ich lieber auch für mich persönlich mit so einem Erlebnis und dem Ganzen drumherum, mit den ganzen Geschichten, mit den ganzen, ach, was weiß ich nicht alles, höre ich lieber so auf. Ne? Aber es ist natürlich unglaublich. Also hätte ich es mir irgendwie erträumen, wünschen, vorstellen, wo wir wieder beim Thema sind. Aber auch da habe ich gesagt, überleg mal, ich schaffe das und sag dann, ich höre auf. Das ist ja überragend. Ja, mehr geht ja nicht. Ne? Also ich bin da ein bisschen gesegnet, dass das dann alles so gekommen ist. Aber ich glaube, wenn ich es mir jetzt nicht vorgestellt hätte oder wenn ich nicht darauf hingearbeitet hätte, wäre es auf jeden Fall nicht eingetreten. Ja? Also von allein kommt dir sowas nicht zugeflogen. Karma, kann man es auch nennen. Wenn du jetzt den irgendwie nochmal zurückblicken würdest und nochmal an den 20-jährigen Alf Minzel denkst, wenn dir damals jemand gesagt hätte, dass deine Karriere genau so verläuft, was hättest du gesagt? Nehme ich. Exakt. Ich sage, nehme ich. Nehme ich. Auch mit den ganzen Rückschlägen und sonstigen oder was weiß ich was. Oder man sagt ja immer, oh, hätte es nicht mal noch weitergereicht oder sonst irgendwas. Nee. Erstens mal, weil es jetzt nicht so schlecht war, würde ich sagen, nehme ich. Und zweitens, es bringt auch nichts groß, irgendwo in vergangenen Dingen allzu lang rumzukramen und dies und jenes. Man kann sich ein paar elementare Sachen rausnehmen, wo man sagt, okay, daraus habe ich jetzt gelernt.
Ja, das werde ich in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr so machen, weil es einfach blödsinnig war. Ja, aber. Ein Beispiel? Das ist eher privater Natur. Ja, also, okay. Das letzte Bier war schlecht, nein, Quatsch. Also viele konkrete Beispiele habe ich da jetzt ehrlich wirklich nicht. Also so ganz allgemein gesprochen ist es wirklich so, manche Dinge, weißt du selber, also ich meine, die machst du dann halt einfach auch nicht mehr, weil sie totaler Käse waren, ja, aber es bringt auch wirklich nichts, sich großartig mit der Vergangenheit. Deswegen sage ich da, ich beschäftige mich damit auch nicht groß. Ja, also deswegen kann ich dir jetzt auch nicht gleich 15 Beispiele nennen, wo ich irgendwas vielleicht falsch gemacht habe und mir gedacht habe, oh, das mache ich jetzt nicht mehr so. Das bringt nichts, ja, weil der Weg ist vor allem, der hinten dran, der ist gegangen. Ja. Du kannst daraus lernen, ja, wie du vielleicht ein Schlagloch umfährst in Zukunft, wenn eins auftaucht. Weil auch das sind ja wiederkehrende Situationen, oft gerade im Fußball. Ja, wenn du, das merkst du dann, ja. Du merkst dann, sag ich mal, wenn es um Vertragsverlängerung geht, wie deine Stimmung vielleicht beim Gegenüber ist, ja, und du dir denkst, ob ich hier nochmal einen Vertrag kriege oder so, ja, da lernst du auch mit umzugehen, ob dich das dann großartig beschäftigt, ja, ob du dir jetzt einen mega Kopfdruck machst und in jedem Rennen weniger Leistung bringst, weil du immer im Kopf hast, vielleicht werde ich hier nicht verlängert oder so, ja. Aber das sind ja alles Dinge, die du dann schon mal erlebt hast und wo du dann einfacher oder besser mit umgehen kannst. Ja, das sind so Dinge, aber das sind alles Lerneffekte. Aber ansonsten, Vergangenheit ist nun mal Vergangenheit. Lässt sich nicht ändern. Was hast du so für dein Leben mitgenommen aus dem Fußball? Gibt es irgendwas Besonderes, was du gelernt hast im Fußball, in deiner Karriere und jetzt für dein Leben auch so mitnimmst? Ja, und zwar, Ehrlichkeit zahlt sich doch aus. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, und wenn man hart arbeitet, wird man irgendwann belohnt. Ja, wie gesagt, auch die Geschichte habe ich oft erzählt. Ich hatte damals bei dem Wechsel von Sandhausen nach Wiesbaden. Ich hatte in Wiesbaden mündlich zugesagt und habe auf dem Rückweg einen Anruf vom FC Ingolstadt bekommen, die mir wesentlich mehr Geld geboten haben. Aber ich hatte mündlich in Wiesbaden zugesagt. Ja, und habe mich dann einfach an mein Wort gehalten und habe gesagt, das kann ich nicht machen, ich kann da jetzt nicht zusagen. Auch wenn es deutlich attraktiver jetzt im ersten Ding ist. Wenn man dann sieht, dass wir in der Relegation, klar, 9 Jahre später erst, aber gegen den FC Ingolstadt gewinnen und ich in die zweite Liga aufsteige, dann sage ich so, ja, gut Ding, muss manchmal Weile halten, um wieder eine Floskel zu bringen, aber wenn du dich wirklich, sag ich mal, ehrlich verhältst und an deine Prinzipien festhältst, ne, glaube ich, wirst du irgendwann belohnt. Da glaube ich einfach dran. Und das hat mich bisher eigentlich auch noch nie im Stich gelassen, muss ich ehrlich sagen. Klar sind Rückschläge irgendwo immer dabei und das Ziel ist auch nicht gleich hinter der ersten Ecke versteckt. Ja, gilt manchmal einen Umweg zu nehmen vielleicht, aber am Ende des Tages glaube ich einfach daran, dass man belohnt wird. Das glaube ich einfach. Und das sind viele kleine Dinge. Das sind in meinem Fall jetzt zum Beispiel, dass ich hier ein wunderschönes Haus gefunden habe zu einem sehr, sehr schönen Preis. Ja, wo ich habe sehr, sehr nette Nachbarn gefunden. Ich habe hier ein unglaubliches soziales Umfeld gefunden. Ich habe direkt nach meiner Karriere einen Anschluss in die normale Arbeitswelt gefunden. Ja, einfach durch und habe nicht, ich hatte auch während meiner Zeit in Wiesbaden Angebote, die ich ausgeschlagen habe, die vielleicht deutlich besser bezahlt gewesen wären. Aber ich habe gesagt, ich fühle mich hier wohl. Meine Familie fühlt sich hier wohl. Immer so das Gesamtbild so ein bisschen betrachtet. Und ich glaube einfach, wenn du das ja auch zwischendrin auch mal auf Geld verzichtet dann wieder, weil sie gesagt haben, du bist jetzt 100 Jahre alt und dies und jenes, du kennst ja das. Ja. So, dann habe ich halt wieder gespielt. So, es wird ja tendenziell gegen Ende der Saison, der Karriere nicht mehr mit dem Geld, ja, sage ich mal, was du verdient hast, weil höher, jünger, schneller, weiter im Fußball. Das Geld wurde ja woanders gebraucht. Habe ich auch gesagt, naja gut, dann nimm mir noch was weg, ist ja nicht so schlimm. Aber mir war halt dieses Ganze drumherum wesentlich wichtiger. Aber jetzt am Ende des Tages profitiere ich davon, weil ich einen super Job habe, in dem ich mich wohlfühle, weil ich ein schönes Zuhause habe, in dem ich mich wohlfühle, ein tolles soziales Umfeld. Also das sind alles so Dinge, die damit einfließen und wo ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass ich die habe. Und auch einfach da glaube, dass das einfach nur die Belohnung ist für das, was ich vorher vielleicht verzichtet habe an anderer Stelle. Das war aber jetzt hochphilosophisch, Alter. Leck mich fett, oder? Schön, ja. Sehr schön, ja. Sehr schön. So kann man, glaube ich, ganz gut aufhören mit so einem Interview.
Ja, brutal. Bin selber begeistert jetzt von mir ein bisschen. Nein, Quatsch. Nein, aber das ist tatsächlich einfach so, wie ich sehe. Also das ist meine Sicht der Dinge oder an was ich glaube. Ja, das hört sich gut an. Dann bedanke ich mich bei dir, Alf. War schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Und ich glaube, alle, die zugeschaut haben oder sich das Video auch im Nachgang anschauen, können da einiges mitnehmen und für sich auch ein bisschen was lernen. Ich habe auch einiges gelernt von dir. Konnte damals schon viel von dir lernen. War schon immer ein sehr offener Typ. Vor allen Dingen an der Theke, gell? An der Theke Hast konnte du ich übertrieben viel lernen von dir. Das war, ja, ja, eigentlich war da es konnte ich schade, dass du weg viel bist. Eigentlich war es schade, dass du weg bist, weil wir wären ein super Duo geworden. Du an der Gitarre, ey, und ich ein bisschen gesungen. Es wäre auch richtig gut gewesen. Ja, die Karriere musste man leider frühzeitig beenden. Ja, Ja, schade. dann wünsche ich dir alles Gute, Alf. Und möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wie gesagt, vielleicht könnt ihr ja für eure Karriere was mitnehmen und das auch vielleicht umsetzen. Und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.